Ich heiße euch herzlich willkommen zur kreativen Mittagspause. Ich hoffe, ihr habt vielleicht schon einen kleinen Happen gegessen. Ihr habt schon mal eure Utensilien bereitgelegt und seid jetzt bereit, kreativ zu werden mit mir zusammen. Das freut mich ganz besonders, dass ihr jetzt hier seid. Herrlich. Ich richte mir jetzt hier gerade noch mal ein klein wenig die Fenster ein, damit ich euch gut sehen kann und damit ich auch sehen kann, was ich mache. Ja, und damit ich vor allen Dingen auch sehen kann, wer etwas kommentiert. Hallo Silke, grüß dich. Kannst du mich gut hören? Tipp mal bitte ein Ja in den Kommentar, damit ich weiß, dass mein Ton in Ordnung ist. Weil den höre ich selbst immer nicht. Natürlich höre ich mich reden, aber ich weiß nicht, wie das ankommt. Ob alles gut läuft. Deswegen ein Ja wäre jetzt toll. Ja. Okay. Hallo Sandra, wunderbar, perfekt. Ja, dann sehr schön. Ich freue mich und ich bin vor allen Dingen ganz glücklich, dass ich heute dieses Thema für euch gefunden habe. Das macht mir selbst gerade megamäßig Spaß und ich frage mich ernsthaft, warum ich Mandalas nicht schon eher entdeckt habe. Das ist ja so was Wunderbares. Also der Satz, den ich dazu heute Morgen gehört habe, war aktive Meditation. Also Mandalas malen sei aktive Meditation. Das hat mich total überzeugt und ich glaube, gerade in Zeiten wie jetzt, denn die Zeiten sind jetzt gerade wirklich nicht besonders einfach für keinen von uns. Jeder muss mit besonderen Herausforderungen umgehen, sei es, dass die Kinder wieder möglicherweise aus der Schule zu Hause bleiben oder sie wurden ins Homeoffice geschickt. Es sind nicht mehr so die Möglichkeiten, sozial aktiv zu sein wie bisher. Und selbst für Leute, die schon mit Achtsamkeitsmethoden arbeiten, die schon länger vielleicht auch meditieren, also mir geht es im Moment so, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, ganz oft mich auf meine Meditation zu konzentrieren. Und ein Mandala finde ich gerade eine bombastische Methode, um eine Meditation zu machen. Und sich dabei eben aufs Tun zu konzentrieren. Also jetzt nicht einfach nur still da zu sitzen, sondern tatsächlich eine aktive Meditation zu machen. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Und diese Form der Meditation, glaube ich, ist etwas, da kann man jederzeit gut drauf zurückgreifen. Und da ist es auch gar nicht so notwendig, dass du jetzt schon am Anfang so einen gewissen Grad an innerer Ruhe spürst, um dich überhaupt hinzusetzen. Sondern so ein Mandala kannst du locker einfach jederzeit zwischendurch einschieben, wenn du mal 5 Minuten Zeit hast und denkst, okay, jetzt möchte ich mit den Gedanken mal weg aus diesem Karussell, aus diesem ganzen Alltagsgeschehen und setz dich hin mit einem Stift und einem Papier, mehr braucht es nicht und schon kann es losgehen. Ja, ich möchte euch heute in meine frisch entdeckte Mandala-Welt mitnehmen. Und zwar wird das was sehr Unperfektes werden. Wer mich kennt, weiß, dass Perfektion ist ja etwas, was ich für mich abgelegt habe in 10 Jahren jetzt nach meiner Burnout-Diagnose und Therapie. Und ich erlaube mir jetzt das Schräge und das Krumme und es muss nicht alles nicht perfekt sein. Und deswegen fangen wir heute mal an mit einem unperfekten Mandala. Aber ich will es dir leicht machen und du kannst es dir auch immer leicht machen mit dem Mandala, indem du dir ein paar Hilfsmittel nimmst. Ich habe jetzt hier so ein paar verschiedene runde Gegenstände, die ich verwenden werde, meinen Ausgangskreis zu erschaffen. Das Mandala, nur noch mal für diejenigen, die sich damit noch nicht befasst haben, das Mandala symbolisiert das Universum. Und bei den Buddhisten, die machen Mandalas, um sie hinterher zu zerstören, was wiederum die Vergänglichkeit allen Seins
symbolisiert. Damit bin ich selber auch gerade im Privaten sehr betroffen quasi. Und deswegen ist so ein Kreis etwas, wenn du den auf dem Papier hast, der führt dich in deine Mitte. Und von da aus kannst du dich wieder ausdehnen und kannst dich entdecken in deinen Formen, in deinen Farben, in allem, was da so kommt. Und damit der Kreis erstmal so ein leeres Blatt jetzt erstmal nichts so Erschreckendes ist, fangen wir mal an mit einem Kreis, den wir aufs Blatt malen. Und zwar nimmst du dazu einen Gegenstand mit einem kleinen Radius. Ich habe jetzt hier so ein Fläschchen. Das positioniere ich mir hier so in die Mitte ungefähr. Also musst nicht unbedingt ein quadratisches Blatt haben, obwohl viele immer empfehlen, ein quadratisches Blatt zu nehmen. Aber das kann auch ein rechteckiges sein, wo du dir ein Quadrat vielleicht ganz grob anskizzierst. Und in die Mitte von deinem Blatt fängst du jetzt an mit einem Kreis. Und zeichnest den einfach so rundherum um deinen Gegenstand und hast dann deinen Ausgangspunkt. Dieser Kreis und all die Kreise, die jetzt drumherum folgen, auch hier, du könntest jetzt hier mit dem Lineal anfangen und könntest auch genau anzeichnen, wo der Kreis, wo der mittlere Kreis jetzt hin muss. Aber auch hier erlaube ich mir jetzt die Antiperfektion und positioniere einfach den nächsten Gegenstand oben drüber und zeichne mir den zweiten Kreis an. Und schon haben wir so etwas Kreis in Kreis. Du kannst es natürlich auch Freihand machen, wenn du das mit diesen Gegenständen nicht machen möchtest. So, und dann habe ich hier noch einen dritten Kreis, aber der ist mir gerade ein bisschen zu klein. Ich habe hier noch was anderes gefunden. Achtung, nicht erschrecken, jetzt kommt ein großer Topf. Den stelle ich mir drauf und zeichne da auch drumherum. Du siehst jetzt mal einen Moment lang nicht viel, Entschuldigung. Aber ich habe meine Tasse vergessen, mit der ich das oben gemacht habe. Und schon ist mein Gesso-Pot weg. Und siehe da, ist der dritte Kreis. Könnt ihr mich alle noch gut verstehen? Tippt mal kurz was in den Kommentar, bitte. Das wäre total lieb. Und schreibt mir bitte auch gerne rein, ob ihr schon Erfahrung mit Mandala habt. Das würde mich nämlich voll interessieren. Okay, zum Starten jetzt für unser buntes, wie auch immer, also jetzt im Moment schwarz-weiß, aber bunt in den Formen Mandala, male ich mir in die Mitte ein Kreuz. Wenn du es lieber ganz exakt hast, dann nimm dir ein Lineal und einen Bleistift oder eben auch den Feinliner und zeichne dir das so an. Diese Linie setze ich jetzt mal fort in den äußeren Kreis. Und auch hier kommen wir jetzt zu den Elementen, die das Mandala symbolisiert, nämlich oben, unten, links, rechts, die vier Himmelsrichtungen Nord, Süd, Ost und West, das Innen und Außen, das Oben und Unten, das ist damit alles drin. So, und dann mache ich mir noch einmal das Ganze in die quasi in der Mitte achteln und die Linie führe ich jetzt auch nochmal nach außen fort. Also wo du jetzt deine Unterteilungen triffst, das überlasse ich ganz deinem Geschmack. Mir macht es jetzt, ich finde es jetzt gerade schön, das mal so zu machen, aber wie du das für dich ausarbeitest, das bleibt total dir überlassen. Mal da rein, was du möchtest. Und jetzt kannst du hier anfangen, von der Mitte her Elemente reinzubauen, die dir gefallen. Ich fange jetzt mal hier an dieser Linie an und mache Bögen über die Mittellinie. Und dann bekomme ich hier wie so einen runden Stern. Und dann fülle ich hier mal mit Kreisen auf. Eine schöne ist halt am Mandala malen, wenn du ein Element in einem Segment ausgefüllt hast, dass du das immer wiederholst. Und diese Wiederholung, die ist es, was diese aktive Meditation ausmacht. So wie du beim Meditieren wiederholt und konzentriert auf deinen Atem achtest,
so füllst du jetzt hier diese Felder aus mit Figuren, Symbolen, mit Ornamenten und wiederholst das in jedem Segment. Ich habe jetzt hier quasi 4 Segmente auf jeder Ebene, aber du könntest natürlich jetzt auch die Linien durchzeichnen und hast dann 8 Segmente auf jeder Linie. Ich wollte mich jetzt erstmal nicht so beschränken, weil ich vielleicht hier an der Stelle so eine Wellenlinie malen möchte, die dann wieder auf die Entsprechung im äußeren Segment, im äußeren Kreis trifft. Und ja, dann geht's mal mit Bögen weiter. Und für ein bisschen mehr Kontrast kannst du dann auch einzelne Elemente gerne ausmalen. Okay, das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Alien. Aber das darf alles sein. So, und auch hier, ich habe unten jeweils angefangen. Dann mache ich das hier auch und in der Mitte so ein, kann auch wie so ein Blümchen werden. Welche Ornamente das jetzt sind, die ihr da einfügt, die du da reinmalst, das ist total deinem Geschmack überlassen und deiner Fantasie. Hauptsache, du machst es dann bei allen Segmenten gleich. Okay. Sandra schreibt, sie liebt Mandalas. Sandra, magst du mal ganz kurz, also ja, du malst jetzt, ne? Sonst hätte ich dich mal gebeten, kurz was zu deinen Erfahrungen mit Mandalas in den Kommentar zu schreiben. Ich glaube, das interessiert alle. Weil meine sind noch sehr mager. Ich habe jetzt hier an der Stelle übrigens quasi einen Fehler aufgenommen. Da habe ich mich mal ein bisschen, bin ich außerhalb von dem Kreis gewesen. Und sowas kann man dann immer schön aufnehmen, um das nächste Element zu gestalten. So. Und hier mache ich jetzt Linien rein. Und wie fein ihr das ausmalt, wie viel Platz ihr lasst, ob ihr jetzt, ihr könnt jetzt auch hier in der, Entschuldigung. Wenn ich mal und gleichzeitig spreche, dann verhaspel ich mich jedes Mal. Das ist echt, Verzeihung. Also wenn ihr bunte Stifte habt zum Beispiel, könnt ihr jetzt auch mit Farben hier loslegen und könnt da ein bisschen noch mit Farben spielen. Das ist alles total in Ordnung und angebracht. Ein paar Spiralen. Als Symbol für Entwicklung, Evolution. Und das ist dann auch spannend zu sehen am Ende, welche Symbolsprache ihr da findet in euren Mandalas. Wenn sich viele Kreise finden, dann sehnt ihr euch vielleicht nach Harmonie, nach Geborgenheit. Ja, das kann sein. Viele runde Formen, nach Weichheit, nach Fluss. Aber im Moment geht es einfach nur darum, den Stift am Laufen zu halten und etwas zu erschaffen, was euch jetzt im Moment gerade Freude macht. So, jetzt nehme ich doch mal hier oben den Punkt und verbinde das hier mal. Dann gibt es hier nochmal so ein Dreieck. Hier an den Linien entlang. So. Ups, da war ich jetzt ein bisschen drüber. Ist nicht schlimm. Und ich nehme an, wenn das Mandala jetzt hier perfekt wäre in der Ausrichtung, hätte ich jetzt hier ein Quadrat erschaffen. Eine Liste mit Symbolen, Sandra. Ja, ich habe da was, eine kleinere Liste. Das sind aber nur 5 universelle Symbole. Das Rechteck bzw. Quadrat, die Spirale, das Kreuz und das Dreieck. Das, wenn mich nicht alles täuscht, hast du den Kurs Landschaft ohne Absicht gebucht, ne? Da findest du die Symbole in dem PDF beim letzten Video. Mandala beruhigt mich. Male Mandala mit Acryl. Sehr schön. Super. Ja, wir malen jetzt erstmal nur mit solchen mit Stift und einfachen Elementen. Aber
Das heißt ja nicht, dass ihr euch das nicht für zu Hause vielleicht vornehmt, dann mit Farben zu spielen und ja, diese jetzt hier das Mandala mit dem Fineliner, wenn das dann auf einem, vielleicht auf einem Aquarellpapier gemalt ist, kann man das auch schön dann mit Farbe ausmalen, die einzelnen Segmente, die da entstehen. Oder was ich jetzt gelernt habe, man kann das auch super mit Zentangle verbinden, wer das macht. Und dann nämlich diese Segmente, die hier entstehen, mit verschiedenen Zentangle-Formen ausfüllen. Das nennt sich, glaube ich, sogar, gibt's als Zendala, glaube ich. Du hast ein Buch dazu für Symbole, Silke? Oder such mal bitte. Das interessiert mich. So, und jetzt gehe ich hier von der Mitte ungefähr nochmal hier hoch. Mitte hier hoch. So. Und ja, genau, macht es euch leicht, dreht das Blatt, wie ihr es gerade braucht. Es muss nicht fix liegen. Und so was. Jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken. Jetzt sind wir schon bei 20 Minuten wieder fast. Und unsere kreative Mittagspause ist schon fast wieder zu Ende. Aber vielleicht hat ja jemand heute noch ein Meeting, vielleicht auch via Zoom. Und die ziehen sich ja auch manchmal gerne in die Länge. Und gerade bei Online-Meetings, da sieht's ja keiner, wenn du nebendran dudelst. Nebendran. Ja, Mandalas malt, Zentangle oder dudelt, wie auch immer. Ja, also dieses Mandala hier, oder überhaupt dieses Ausfüllen von Kreisen mit Ornamenten und Figuren, das macht mir gerade sehr viel Spaß. Kommt hier noch ein Element dazu. Müssen wir doch gleich nochmal damit rein. Weißraum darf natürlich auch bleiben und Weißraum hat ja auch immer eine Bedeutung. Also ihr müsst es nicht alles komplett ausmalen. Und lasst auch gerne die Form über den äußeren Kreis drüber gehen. Oder wenn ihr dann beim nächsten Mandala vielleicht die Kreise angelegt habt, die verschiedenen, also ob ihr zwei oder drei Kreise macht. Das kommt drauf an, wie viel Platz ihr habt. Ja, hallo Nicole, schön, dass du da bist. Wie immer, auch zum Nachschauen später auf der Facebook, auf meiner Atelierseite. Genau. Okay, ich würde sagen, ach nee. Ich würde hier noch gerne eine Fläche dunkel machen für ein bisschen mehr Kontrast. Ja, hier können wir jetzt, könnt ihr euch wirklich, wenn ihr jetzt noch eine halbe Stunde Zeit habt, dann vertieft euch ruhig da rein und konzentriert euch drauf, ohne dass ich dazu was erzähle. Weil wenn man das im Stillen und so für sich macht, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Entspannungsübung. Und es geht einfach auch jederzeit zwischendrin, wenn ihr mal Luft habt oder ja, irgendwie das Gefühl habt, ich muss jetzt mal für mich was tun und muss mal ruhig werden, dann ist dieses Mandala-Malen tatsächlich eine ganz fantastische Sache. Also ich werde es jetzt definitiv öfter machen. So viel steht fest. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich. Ich freue mich riesig für euer Mitmachen und bin sehr gespannt, was ihr geschaffen habt. Postet es gerne hier in die Kommentare. Ja, sagt auch gerne weiter, dass es diese kreative Mittagspause gibt. Ich kann sie im Moment nicht regelmäßig anbieten. Das schaffe ich aufgrund diverser Umstände gerade nicht. Ich will es aber versuchen, möglichst häufig dienstags und donnerstags zu machen.
und wäre total und ich würde mich total freuen, euch wieder mit an Bord zu haben. Ansonsten schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr ganz viele Glückskicks und auch hier diese kreative Mittagspause, die Videos, die speichere ich alle dorthin, damit sie einmal gesammelt da sind. Und ansonsten herzliche Einladung an alle, auch mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen und vielleicht findet ihr dort den einen oder anderen Online-Kurs, den ihr mal in Ruhe machen wollt. Ja, ansonsten bleibt kreativ und bleibt vor allen Dingen gesund, passt gut auf euch auf im Moment. Und ja, wenn ihr im Lockdown das Gefühl habt, es bricht alles über euch zusammen, dann haltet mal einen Moment inne, schaut in euch rein und fühlt mal, innen drin ist echt alles in Ordnung. Und das, was innen drin bei euch alles in Ordnung ist, das darf sich dann gern nach außen zeigen und das, darauf könnt ihr euch immer, 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 immer zurückziehen. Okay, also, ich wünsche euch alles, alles Gute und bis zur nächsten kreativen Mittagspause bei Kreativstadt Kantine aus dem Atelier am Rhein. Bis bald. Ciao.